Und dann gehen wir an diesem turbulenten Morgen direkt weiter nach Tel Aviv zu unserem Korrespondenten Christian Limpert. Christian, war es eine ruhige Nacht bei Ihnen? Ja, es war eine ruhige Nacht. Es gab heute Nacht keine Raketenalarme, wie wir das hier nennen. Wie zu erwarten, hat der Iran auch nicht mehr nachgelegt. Das heißt, eine ruhige Nacht, auch mit Blick auf die volatile Lage an der Nordgrenze zum Libanon. Auch dort hat sich die Situation Stand jetzt etwas beruhigt. Mhm. Gestern die Sitzung des Kriegskabinetts und die Diskussion darüber, wie man auf diesen Angriff Irans reagieren will. War eine lange Sitzung. Analysieren Sie uns doch gern noch mal, was dabei rausgekommen ist. Ja, die Sitzung hat bislang in den Abend gedauert und man hat sich eigentlich nur vertagt. Das heißt, man hat eben keine Entscheidung getroffen in diesem Kriegskabinett, wann und wie ein möglicher israelischer Gegenschlag oder auch nur eine Reaktion aussehen könnte. Das heißt, man ist sich dort anscheinend nicht einig. Das liegt daran, dass gemäßigte Stimmen wie Verteidigungsminister Gallant oder auch Oppositionspolitiker Gantz versuchen eben mäßigend zu wirken und eben den internationalen Druck auch ernst nehmen, zum Beispiel die Stimme der Amerikaner, US-Präsident Biden, der gesagt hat, einen Vergeltungsschlag Israels unterstützen die Amerikaner nicht. Wie viel Interesse an einem Gegenangriff hat denn diese Regierung und hat vor allem der Vorsitzende dieser Regierung, der Premierminister Benjamin Netanyahu? Premierminister Netanyahu hat vor allem ein Problem. Er hat in seiner Regierungskoalition teils rechtsextreme und ultrareligiöse Hardliner, die eine sehr harte Antwort fordern. Das hatten wir schon mit Blick auf das Vorgehen im Gazastreifen zum Beispiel und die immer wieder auch mit Koalitionsbruch drohen, wenn er zu weich aus deren Sicht reagiert. Allerdings in der Frage des Vergeltungsschlages oder der Antwort nun auf den iranischen Angriff ist nicht seine Regierungskoalition entscheidend, sondern eben dieses Kriegskabinett, in dem eben auch gemäßigte Stimmen sitzen. Und da muss er eben jetzt irgendwie einen Spagat hinbekommen, denn am Ende entscheidet das Kriegskabinett und das muss eben so eine Entscheidung sein, die ja auch seine Regierungskoalition irgendwie vermitteln kann. Das wollte ich gerade sagen, wenn das Kriegskabinett das eine entscheidet, aber dann die Regierung darüber zerbricht, würde das Benjamin Netanyahu ja wahrscheinlich auch nicht helfen. Sie wollten, gerne? Ja, genau, also richtig. Und israelische Medien haben gestern eben auch gemeldet, dass Netanyahu selbst in diesem Kriegskabinett, in dieser Sitzung gestern, auffällig ruhig und unentschieden war. Dann haben Sie eben die Szenarien angesprochen. Lassen Sie uns darüber sprechen. Welche Szenarien wären denn jetzt denkbar als Reaktion von Seiten Israels gegen Iran? Also das ist alles Spekulation, aber die härteste Antwort wäre natürlich ein direkter militärischer Gegenschlag, also ein Angriff auf iranisches Gebiet, auf Militäreinrichtungen zum Beispiel. Möglich wäre aber auch eine Aktion, die wir aus den letzten Monaten und Jahren kennen, nämlich natürlich Beschuss von Hisbollah-Stellungen, also einem Vertreter Irans im Libanon oder eben auch auf Organisationen, Stellvertreterorganisationen in Syrien. Das kennen wir. Denkbar ist natürlich auch eine verdeckte Operation, von der wir vielleicht gar nichts mitbekommen. Oder denkbar ist auch, dass erstmal gar nichts passiert, denn das war aus den Worten des Verteidigungsministers zumindest zu interpretieren, dass die erfolgreiche Abwehr dieses Angriffs auch schon als eine Art Sieg und als eine Art Vergeltung bezeichnet werden könnte. Das heißt, der Druck in der israelischen Öffentlichkeit ist jetzt auch nicht so groß, von wegen man müsse jetzt eben auf diesen Angriff reagieren, sondern allein die Abwehr ist sozusagen eine Reaktion, die auch die Öffentlichkeit so erstmal akzeptiert hat. Da kommen gerade ganz viele Punkte zusammen. Zum einen stehen wir hier kurz vor den Pessachferien. Die Menschen sehnen sich alle nach irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Tagen Entspannung. Das ist ja das wichtigste religiöse Fest hier. Und dann, genau seit dem 7. Oktober, ist man inzwischen wirklich auch erschöpft. Wir haben die Kriegssituation im nahegelegenen Gazastreifen, die unklare Lage an der Grenze zum Libanon, wo ja 80.000 Menschen noch immer nicht in ihre Häuser zurück können. Das heißt, die Sorge vor einer neuen großen Front, vor einer Eskalation mit dem Iran, die ist schon groß, die treibt die Menschen um. Aber natürlich das Sicherheitsbedürfnis, der Wunsch der Menschen, dass sie einfach hier auch in Frieden leben können, der ist dann doch eben auch in allen Gesprächen deutlich zu hören. Und man kennt das ja in Israel, dieses latente Sicherheitsrisiko, das eben dann doch immer mitschwingt im ganzen Land. Gucken wir noch auf den Konflikt, auf den Krieg, der fast vergessen wurde über den Angriff Irans gegen Israel, nämlich den Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen. Was bedeutet dieser Angriff Irans auf Israel jetzt für diesen Krieg Israels?
Also ganz allgemein gesagt, genau, es hat erstmal den Fokus verschoben eben auf eine andere Front. Allerdings, wenn sich das jetzt beruhigen sollte oder mit dem Iran zunächst keine weitere Eskalation stattfindet, dann wird der Blick wieder zurück in den Gazastreifen gehen. Wir hören momentan, dass eine Waffenruhe weiter nicht greifbar ist. Die Hamas hatte wohl gestern ein Angebot wieder zurückgewiesen. Das heißt, da ist man nicht weiter. Gleichzeitig bleibt die humanitäre Katastrophe bestehen. Das heißt, es muss einfach wirklich viel Hilfe, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen, Hilfe, die auch verteilt wird. Das ist ja nach wie vor das Problem dort. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn man mal über das Konzept der Hamas redet und von dem Gaza-Hamas-Chef Sinwar, nämlich Israel in möglichst viele Fronten und mit möglichst vielen Gegnern gleichzeitig zu beschäftigen, dann ist das Konzept erstmal aufgegangen, weil man eben nicht nur den Gazastreifen hat, sondern jetzt mit dem Iran einen möglichen weiteren ernstzunehmenden Gegner. Vielen Dank, Christian Limpert, unser Korrespondent in Israel. Passen Sie auf sich auf. Vielen Dank.